take a trip to my. Hi Freunde und herzlich willkommen, lieber Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es neuen SBC-Content, es ist Montag, das heißt, es ist Upgrade-Time. Und der erste Montag in die AFC, Freunde, wir bekommen direkt die 78+ Upgrade SBC. Viermal wiederholbar innerhalb von 23 Stunden, drei Tage läuft die ganze SBC und wir bekommen dann ein 78+ Profi-Pack von EA. Freunde, bevor wir uns die SBC anschauen, bevor wir reingehen, auch in die Ziele, da gibt es euch was Geiles Neues. Wie immer die kurze Erinnerung an euch. Ihr könnt kurz Liebe da lassen. Falls ihr es feiert, ich denke, für euch am Start bin, auch heute wieder Doppel-Upload. Heute Mittag ist schon wieder online gekommen. Dann zerstört gerne ordentlich den Like-Button, Freunde. 500 Likes, das heutige Like-Ziel. Lasst auf jeden Fall auch gerne kostenlos ein Abo da, falls ihr komplett neu solltet und rund um EA FC nichts verpassen wollt. Wäre auf jeden Fall extrem nice, Richtung 60.000 Abonnenten. Dankeschön da auf jeden Fall für euren Support. Und natürlich lasst die Community und auch mich natürlich in den YouTube-Kommentaren wissen, wie euer Packlack in den letzten Tagen aussah. Wir haben ja gestern ordentlich Packlack gehabt. Falls ihr das Video von gestern noch nicht gesehen habt, ich packe euch es nachher in die Endcard. Aber wie gesagt, falls ihr natürlich auch aus der 78+ Upgrade SBC Packlack hattet, schreibt es rein runter in die Kommentare. Und damit starten wir rein, Freunde, denn das ist heute die einzige Squad-Building-Challenge, die rausgekommen ist von EA. 78+ Upgrade und abgeben müssen wir, anstatt wie bei der Gold-Upgrade SBC 11 Spieler, müssen wir hier 8 Gold-Spieler abgeben. Genau, Goldspieler müssen wir hier abgeben und ja, das werden wir natürlich jetzt testen. Lohnt sich diese SBC und vielmehr auch die Frage, was lohnt sich mehr? Ja, die 78+ Upgrade SBC, die wir jetzt hier machen, oder sagt man, ey, ich gehe in die Upgrades, ich gehe lieber in die Gold-Upgrade SBC, denn da bekommt ihr ja 2 Goldspieler wieder, die natürlich nicht 78+ gerated sind, sondern eben ab 75 und alles, dann kann euch alles mit dabei sein. Und dafür müssen wir, wie wir die Gold-Upgrade-SBC erkennen, eben 3 Goldspieler mehr abgeben, also 11 insgesamt. So, und da stellt sich natürlich gerade immer am Anfang von FIFA die Frage, was lohnt sich mehr, Gold-Upgrade-SBC oder 78+ Upgrade-SBC? Ich hoffe, das können wir auf jeden Fall heute, ja, auf jeden Fall lösen und ja, herausfinden, was sich da mehr von lohnt. Wir fangen einfach direkt mal an, Freunde, mit dem ersten 80+ Profi-Pack. Wir öffnen es in 3, in 2, in 1 und let's go. Mal schauen, wie viel wir heute hinkriegen davon, auch aus der Community. Oh. Wen haben wir denn da bitte schön am Start? Ausness 79er gerated. Das ist natürlich sehr bitter. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Okay, warte. Dann, bevor wir gleich weitermachen mit den Packs, Freunde, würde ich sagen, gehen wir ein Step weiter, und zwar zu den Zielen. Denn da ist was extrem Nices, wie ich finde. Und zwar haben wir im Live-Segment für alle, die vorbestellt haben, die Swoosh Classics-Geschichte draußen, die jetzt eben 4 Tage noch da ist. Also, ja, bis quasi Freitag, wo dann Early Access ist sozusagen. Da haben wir eben folgende Aufgabe. Und zwar sorge mit dieser Swoosh Classics-Aufgabe für Nostalgie. Leihe ist für 11 Partien verfügbar. Und wir sehen schon, der Gruppenreward ist ein Ronaldinho für 11 Spiele zum Loan-Icon. Ja? Dann geht es weiter. Einen Sieg bekommen wir Skulls, auch 11 Partien Loan. Und zwar, wenn wir eine Partie in einem beliebigen Ultimate-Team-Modus und dabei mindestens einen Nag-Mit-Ready-Profi in der Startelf drinne haben, Laie ist für 11 Partien. Außerdem 3 Siege, gewinne 3 Partien in einem beliebigen Ultimate-Team-Modus und stell dabei mindestens einen englischen Profi in deine Startelf. Ja, dafür bekommen wir ein Premium-Gold-Pack und natürlich auch XP 500. Ja, und dann geht's weiter mit 10 Tore. Da müssen wir erziele 10 Tore in einem beliebigen Ultimate-Team-Modus mit einem französischen Profi in deiner Startelf. Laie ist für 11 Partien und 6 Siege haben wir dann für ein Roberto Carlos. Also hier habe ich es gesehen, ja, Thierry Henry am Start und lalo. Dann haben wir 6 Siege, ein Roberto Carlos für eben. Stell dabei mindestens einen brasilianischen Profi in deine Startelf und dann bekommt er direkt Roberto Carlos bei 6 Siegen. Also ihr seht, wir haben 1, wir haben 2, wir haben 3 und dann mit dem Ronaldinho 4, ja, Loan-Icons, die natürlich gerade für die erste Weekend League dann im Oktober auf jeden Fall hilfreich werden kann. Da habt ihr natürlich dann mit dem Scholes, mit einem Ori, mit einem Roberto Carlos und mit einem Ronaldinho, im Endeffekt jeder eben, dann auf jeden Fall schon mal 11 Loans für im Weekend League Squad am Start. Könnte auf jeden Fall sehr, sehr nice werden. Finde ich ein cooles Gadget. Ich weiß, dass viele das dann immer stört mit den ganzen Loans und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist quasi ein Geschenk jetzt hier für die, ja, Vorbesteller, wenn ihr es denn so nennen wollt. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Man kann die ganze Zeit meckern darüber, dass es da ist. Aber
Ja, Loans gehören halt einfach dazu, Freunde. Und nach 11 Partien sitzt sie ja eh wieder weg. Also lass uns Spaß haben, lass uns Fun haben. Und wir sind jetzt ein paar Tage drin im Game. Gefällt mir also sehr, sehr gut. Das also neu im Live-Segment. Sehr, sehr geile Geschichte, wie ich finde. Wir werden gleich weitermachen mit den 78-Plus-Packs. Vorher möchte ich mit euch kurz zu Footbin springen und mal schauen, wie sie denn hier bei der Footbin-Community ankommt, diese SBC, die jetzt draußen ist. Okay, ja, wahrscheinlich nicht so gut, eben aus dem eben erwähnten Grund, und zwar eben aus der Gold-Upgrade-SBC, die ja auch schon lange da ist. 3 Goldkarten mehr abgeben und ihr bekommt direkt 2 seltene Spieler wieder. Hier bekommt er eben nur eine zurück und insofern, ja, ist es natürlich nicht so gut bewertet. Finally, I've got so many... ja gut, also ich meine, die Duplikate hätte man auch woanders reinpacken können. Ne? Gold Upgrades better, schreibt schon hier der zweite. Only 8 players, pretty decent. Also es ist schwierig, es ist schwierig. Ich sehe beide Seiten. Ich sehe auf jeden Fall beide Seiten. Man hätte auch sagen können, hey komm, es ist der Anfang von FIFA. Und man hätte jetzt zum Beispiel 3, 4, 5 Goldkarten oder so am Start haben können. Aber damals ist auch relativ früh, ich glaube dann auch direkt am Montag, eine Upgrade-SBC gekommen. Und wie gesagt, sie ist ja nicht unendlich wiederholbar, sondern wirklich am Tag 4-mal wiederholbar am Start. Wir können uns das gerade nochmal kurz anschauen. Also ich glaube nicht 5-mal, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, jetzt noch 3-mal wiederholbar. Also insgesamt dann 5-mal oder... Ja, müsste eigentlich, oder? Oder 4-mal. Naja, auf jeden Fall eben nicht unendlich wiederholbar. Und insofern ist es doch völlig legitim. Damit würde ich sagen, gehen wir rein in den nächsten Upgrade-Packs. Ich bin gehypt. Mal schauen, was bei rumkommt, Leute. Drückt die Daumen, Pack-Lag in die Kommentare und damit let's go und rein da. So, Freunde, da geht es weiter mit den nächsten Packs. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Argentinien, ZOM. Okay, also das ist der... Ja, Fernandes, natürlich die auch mit dabei. Und direkt das Duplikat. Ist das böse? Das ist böse. Könnte er natürlich direkt in der SBC nutzen. Da hast du auf jeden Fall dann noch 7 abzugeben. Aber selbst das wäre ja viel. Oder auch in der Gold-Upgrade-SBC dann noch 10 abzugeben. Oh, was ist mit dem Shop los? Lädt's wieder ewig? Oh, oh. Ah, da ist es wieder zurück, Freunde. Nächstes Pack. 78-Schluss-Pack Nummer 3. Frankreich. Wir sind beim IV. Roma? Oh, Endika. Natürlich. Ist ja transferiert. Und wieder Duplikat. Welche hast du abgegeben von den Goldkarten? Ah, okay. Zumindest war tradable. Okay. Warte, hat er noch FIFA Points hier auf dem Account? Nee, hat er nicht mehr. Okay, ihr seht jetzt hier in der Kameraeinstellung nicht mehr, weil ich hier auf dem Screen die Facecam noch nicht runtergezogen habe. Aber das ist kein Problem. Hier wird es jetzt teurer. Alright. Also er wird wahrscheinlich mit den FIFA Points wahrscheinlich ein paar Packs geöffnet haben. Ich habe ja noch keine von FIFA Points geöffnet. Ich will ja damit reingehen in Draft. Vielleicht auch den ersten Draft gemeinsam mit euch aufnehmen für ein separates Video. Lasst mich gerne mal eure Meinung dazu wissen. Belgien jetzt, LM. Und wer jetzt genau? Trezor. Also, bis jetzt habt ihr Packs nicht gegönnt. Jetzt machen wir mal ein 2 seltenes Gold Profi Pack auf. Ja. Alright, da haben wir doch das 2-Spieler-Pack. Wait, Tor? Da wird direkt Tor angezeigt? Nicht TH? Okay, die heißt jetzt Tor einfach, okay. Alles klar. Alright. Aber seht ihr, ist direkt eigentlich schon besser, direkt das Zweier-Pack hier, ne? Und da geht es weiter. Die nächsten Packs sind wieder am Start, Freunde. England, ZM, Newcastle. Das kann wieder nichts Gutes sein. Willock. Ich meine, er sieht relativ ausgeglichen aus für sein Rating. Aber Freunde, das ist eine SBC, die heißt eigentlich 78+. Bis jetzt haben wir viele 78er gesehen. 2 Gold-Profi-Packs haben wir hier auch am Start, mal um den Vergleich dann ranzuziehen. Holland, ZOM. Mann, Frau. Van de Donk, 82er Rating, tradable. Und Mamadishvili, oder wie er heißt. Und dann haben wir noch 2 Packs. Wieder ein 78-Plus-Pack, fangen wir damit an. Brasilien, IV, komm. Ach, come on. Ist das Reis? Matthäus Reis? Matthäus Reis. Untrade, ei, Freunde. Next one. Jetzt das Gold-Profi-Pack. Portugal, Torhüter? Oh.
82er Rating, ja, Costa und Hübers, let's go. Ja, Freunde, ich glaube, wir können festhalten, dass auf jeden Fall die 78-Plus-Geschichte sich jetzt nicht wirklich lohnt. Es ist zwar die erste Upgrade-SBC in EAFC, aber, oh, wir haben eine Hand am Start. Muss ich nachher aber auf den Markt gucken, was er kostet. Vielleicht uns das Premium Pack tatsächlich holen. Aber ich glaube, wir können festhalten, dass am Ende des Tages die Gold-Upgrades dann doch etwas besser sind. Pro Pack-mäßig sieht es so aus, dass wir jetzt hier ein 50k-Pack haben. 175k und 275k-Pack. Unfassbar, was die EA da raushaut, Freunde. Kannst du keinem erzählen. Bitte geht da nicht mit rein, Freunde. Auch nicht mit euren geschenkten FC-Points sozusagen. Von der Vorbestellergeschichte. Aber ich würde sagen, lasst mich gerne auch mal dazu wissen. Fazit ist, 78 plus Upgrade, lieber Finger weg davon. Und wenn dann, reingehen in die Gold Upgrade SBC. Einfach, weil man da zwei Goldkarten zurückbekommt. Und es wird nicht schlechter sein. Also drei Goldkarten mehr abgeben. Und dann zwei Gold seltene Spieler zurückbekommen. Das soll es gewesen sein, Freunde, mit dem heutigen Video. Leider ist mir nicht rausgekommen. Hoffe, dass morgen wieder ein bisschen mehr am Start ist. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Lasst gerne Liebe da, wenn es euch gefallen hat, dass ich für euch am Start bin. Und in dem Sinne, ja, euch einen spannenden Abend. Euer Flo von Archie Gaming. Und hier könnt ihr jetzt ein weiteres Video von mir abchecken. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal und ciao.